Ja, ich möchte in dem Video wirklich nur auf den Begriff hebbar oder behebbare Lücke zu sprechen kommen. Die Vokabeln sollten ja alle geklärt sein. Nur mal als Unterschied, damit ihr das gegenübergelegt habt, eine ziemlich einfache Funktion, 1 durch x, kann man flott aus der Hand machen, die Geschichte hier. Ich darf 0 nicht einsetzen, das heißt bei 0 ist, ich sage es einfach mal, so etwas wie hier. Viele haben das dann immer im Kopf, wenn man den Nenner unten untersucht hat, das heißt, bei dieser Funktion unten darf ich minus 1 nicht einsetzen, dann wird ja wohl bei minus 1, na, ich schreibe es hier hin, auch irgendwie sowas da auftauchen. Vorsicht, dafür ist ja die Vokabel, dass ihr das, was unten rauskommt, wenn ihr 0 gesetzt habt, das müsst ihr vergleichen mit dem, was oben rauskommt, wenn ihr 0 gesetzt habt, denn da kann ja mal das Gleiche rauskommen. In diesem Beispiel würdet ihr oben, wenn ihr 0 setzt, rausbekommen 1 und minus 1, ihr könntet ja also schreiben, könntet ihr übrigens auch mit Binom so umformen. Das ist aber mir egal, darum geht es nicht. Und dann seht ihr ja, dass ihr diesen Term wegkürzen könnt und es würde übrig bleiben x minus 1. X minus 1 gezeichneterweise würde ungefähr so aussehen. Aber Achtung, das darf ich auch nicht, denn das ist ja nur rausgekommen nach diesem Umformen. Grundsätzlich gilt ja, dass ich minus 1 nicht einsetzen darf. Und jetzt ist die Frage, was haben wir denn da? Und wenn ihr jetzt den links, ich nenne es jetzt mal linksseitiger Limes, ich weiß nicht, wie ihr es geschrieben habt, für x gegen minus 1, na, x gegen minus 1 für die Funktion g von x bildet und den rechtsseitigen Limes x gegen minus 1 für g von x. Das könntet ihr jetzt machen und ihr würdet an dieser Stelle dann entsprechend rausbekommen minus 2. Aber auch nur, weil ihr entsprechend von links und rechts jetzt rangegangen seid und ihr habt dann entsprechend an dieser Stelle hier eine hebbare oder behebbare Lücke und die heißt so, viele denken immer an heben oder sonst irgendetwas, das kann auch mal passieren, je nachdem, was ihr links und rechts rausbekommt, aber sie heißt behebbar, weil ihr einen Fehler sozusagen behebt, als wenn ihr, was weiß ich, euer Handy in Reparatur gebt oder sowas. Deshalb hebbare oder besser behebbare Lücke. Es muss also nicht immer das Gebilde sein, es kann auch eben das sein.